Der Uhrenturm wurde im Jahr 1808 fertiggestellt und hat einen wirklich sehr interessanten Stil, denn er hat zwei Glockenfenster. Auf der südlichen Seite des Turms kann man die wunderschöne funktionsfähige Sonnenuhr bewundern. Der dem Uhrenturm angrenzende Sediler war der ursprüngliche Sitz der Bürgerversammlung des Rathauses von Galatene. Er wurde von Onofrio Fanulli 1589 gebaut und war auch Sitz der Gemeindeplenarversammlung bis zum Jahr 1870.